Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe mir eine Lethal Cosmetics Large Mystery Bag bestellt und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe 38,50 Euro dafür ausgegeben und die soll einen Warenwert von 70 Euro beinhalten und ich fühle schon eine Palette da drin. Und ich habe tatsächlich dort auf der Homepage bestellt, weil ich mir diese Avatar Limited Edition gekauft habe und ich mache das ganz gerne, wenn ich in Online-Shops unterwegs bin, dass ich dann irgendwie in der Suche Mystery oder Bag oder sowas eingebe und dann einfach so schaue, was da so kommt. Und tatsächlich hatten die auch noch die Large Mystery Bag dort im Sortiment. Also die Small war wohl irgendwie ausverkauft und die Large Variante war noch verfügbar. Ich habe vor 2 Jahren oder so auch schon mal diese Mystery Bags bestellt. War okay. Daraufhin habe ich mir dann auch mal irgendwann selber eine Palette dort zusammengestellt, ähnlich wie bei Odins Eye damals auch. Und ich lasse mich gerne inspirieren. Ich habe allerhand von Lethal Cosmetics da, vor allem Lidschattenpaletten, weil ich ja auch zum Beispiel mit Purish die Kooperation habe. Und da bekommt ihr auch auf fast alle Lethal Cosmetics Produkte, die dort auch verfügbar sind, mit Claudis Welt 10% Rabatt, ne? Aber ich habe mir gedacht, es gibt bei der Homepage selber auch immer wieder so spezielle Geschichten, wie zum Beispiel auch die Avatar Collection, die es dann auch gar nicht woanders gibt. Und ich lasse mich auch gerne einfach mal inspirieren. Und deswegen bin ich so gespannt, was wir hier jetzt drin finden werden, wenn ich diesen Zipper aufkriege. es ist einfach so eine kleine schwarze Bag. Das war vor ein paar Jahren halt auch schon so der Fall. Ach so, okay. Ich sehe schon direkt die Palette. Die kommt aber wahrscheinlich erst zum Schluss raus. Ich habe hier erstmal so Monos und da gucken wir erstmal, was das für welche sind. Weil wie gesagt, wenn das halt so richtig abgefahrene sind, dann kann es auch sein, dass ich die dann behalte und mir dann auch selber eine Palette damit zusammenstelle. Oh, okay, also ich starte. Ich glaube, letztes Mal hatte ich sogar welche doppelt drin. Wir müssen mal gucken. Also ich habe hier einmal die Magnetic Pressed Powder Shadow Geschichte. Das sind alles Magnetic Pressed Powder Geschichten, glaube ich. Weil die halt magnetisch sind. Einmal in der Farbe Terminus. Das ist jetzt nicht so die Farbe, wo ich sage, oh mein Gott, die muss ich jetzt auf jeden Fall als Monolidschatten haben und behalten. Das ist so ein dunkler Beereton. Ne, fast schon. Und es ist solide. Dann habe ich so einen Klassiker, das ist so ein richtig schöner Goldton. Equinox. Genau. Schaut einmal so aus. Das ist ein wirklich schöner Schimmerton, ein schöner metallischer Ton, der auch hübsch ist. Also wenn ich mir eine Palette zusammenstellen würde, würde ich auch einen solchen Ton damit reinpacken. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Dann habe ich hier noch einen ganz klassischen, den man super in der Lidfalte verwenden kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt die 4 Töne, die jetzt hier drin waren, auch für einen Look verwenden könnte. Ist, glaube ich, etwas schwieriger, aber gut. Das ist so ein Lore heißt der, oder Lori, so ein hellbraun, so, ne, so ein beige, so ein dunkelbeige, genau. Kennt ihr den Spruch, je älter, desto beige? Das ist tatsächlich, ich glaube, mittlerweile eher mit Grau so der Fall, oder? Ich weiß es nicht. Also ich sehe immer weniger Menschen, die auch wirklich beige tragen und immer mehr, die grau tragen. Ich selber trage auch gerne einen grauen Mantel, ich habe heute eine graue Hose an und so, ne? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile, je älter, desto grau. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein sehr schöner, gefälliger Ton, ein warmer Ton, der halt super schön mit dem Gold auch in Kombination aussehen könnte. Und dann habe ich hier was ganz Spektakuläres drin. Ich dachte auf den ersten Blick, dass der gebrochen wäre, aber nee, der muss so. Mariana Trench oder Mariana Trench. Das ist zwar eine Marke, die aus Berlin kommt, aber die sind ja sehr international unterwegs, ne? So schaut der Ton aus. Das ist so ein gesprenkelter, dass du sowohl das, du hast sogar ein bisschen dunkelblau auch mit drin und dann auch irgendwie so ein Schwarz, oder muss man wirklich ganz doll jetzt hier aufpassen. Okay, ganz vorsichtig, weil der auch so ein bisschen bröseliger ist, ne? Und das sind halt hier solche quadratischen Pfännchen und die kann man sich dann, entsprechend in irgendeine Palette reinmachen. So, jetzt hat meine Kamera den Fokus wiedergefunden. Sehr schön. Der sieht schon abgefahren aus, ne? Also das ist auch ein Ton, den ich in so einer Box erwarten und mir auch wünschen würde, weil man da einfach dann die Möglichkeit hat, vielleicht mal etwas Außergewöhnlicheres zu verwenden. Wobei ich hier auch ganz ehrlich sagen muss, ich
denke, dass nicht viele so tierisch auf auch so einen Look abfahren, ne? Auch so auf super bunte. Aber ich persönlich wünsche mir sowas in Mystery Bags. Ne? Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Möchtet ihr in Mystery Bags eher so Basic-Sachen drin haben oder möchtet ihr dann eher so abgefahrene Sachen drin haben? 70 Euro wert sollten wir hier drin übrigens in der Box drin haben. Hier habe ich noch ein Plush Lip Cream drin in der Farbe Haze. Den müsste ich sogar noch haben. Das ist ja spannend. Also hier auch natürlich die Produkte werde ich in meinem Full Face Beauty Box mit aufnehmen. Entweder weil ich sie dann selber behalten werde oder weil ich dann quasi die schon in meiner Sammlung drin habe. Ne? Genau, dann schaue ich mal hier so rein. Die machen das auch immer ganz abgefahren. Du hast bei den Verpackungen eigentlich, das sind so wie Origami fast schon gefaltete Sachen, weil die weitestgehend darauf verzichten, irgendwelche Klebeviecher zu verwenden. Ja gut, sowas hast du halt trotzdem mit dabei, ne? Genau, so schaut der aus und ja, den habe ich eigentlich auch noch. Eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Ich bin nicht so ein ultimativer Fan von der Formulierung her. Also das fühlt sich bei mir halt recht schwer auf den Lippen an, weil ich ja eher so das Glossy-Mädchen bin. Aber die Farbe ist auch wunderschön und auch toll zu anderen Sachen kombinierbar. Also sehr universell, finde ich persönlich. Also kann man gut verwenden. Und dementsprechend dann auch ganz gut hier drin aufgehoben, weil ich glaube, viele werden den mögen. Und der passt auch sehr, sehr schön zu diesem Lidschatten. Also wenn man halt so einen monochromatischen Look quasi haben möchte. Dann habe ich hier einen Side FX Gel Liner. Da muss man immer ein bisschen aufpassen in der Farbe Fidelity. Denn bei diesen Gel Linern, die sehr, sehr gut sind, hat Lethal leider den Fehler gemacht, dass die enorm schnell austrocknen. Ich hatte da auch schon diverse von da, halt auch in Mystery Boxen und so drin, ne? Aber die waren alle entweder schon, als sie eingetroffen sind, eingetrocknet oder sie sind halt in 0, nichts eingetrocknet. Achso, ja, hätte ich euch vielleicht mal zeigen können. Das ist halt so ein kleines Pöttchen. Und deswegen mag ich persönlich zum Beispiel auch gerne die von Suva. Ne? Suva gibt es jetzt so nicht mehr, aber die kriegt man halt auch zum Beispiel bei Purish, weil man die mit Wasser aktivieren kann und die können die einfach nicht eintrocknen, weil sie ja schon trocken ankommen. Das finde ich immer sehr schön. Ja, und ich glaube, auch der ist eingetrocknet. Sieht auf jeden Fall so aus, was ich echt schade finde, denn das hier wäre tatsächlich auch eine Farbe, die ich mögen würde. So ein abgefahrenes Lila. Und das passt halt auch wunderschön zu den Lidschatten, die ich jetzt bisher schon hatte, ne? Oh, das ist schade. Der sieht so eingetrocknet aus. Ich nehme den auf jeden Fall mal ins Fullface Beauty Box mit rein und dann sehen wir einfach mal, ob der dann eingetrocknet. Ach, wir machen es jetzt zusammen, dass ich jetzt einfach mal testen kann, ne? Da bin ich jetzt ja schon neugierig. Ich kriege was unter den Fingernagel, ja. Die sind irgendwie in letzter Zeit ganz schön gewachsen. Ja, das ist jetzt super. Ich könnte ja mal zum Beispiel, man macht es ja mit so einem, das ist jetzt hier auch ein Eyeliner-Pinsel, ne? Da würde ich jetzt hier mit reingehen. Du gehst ja eigentlich nicht mit dem Finger rein. Die müssten, glaube ich, eigentlich cremiger sein. Weil wenn ich da, ich meine, ich kriege was auf dem Pinsel, was schon mal positiv ist. Das war bei den anderen nicht mehr so der Fall. Ja, doch, das geht, das geht. Ne, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Man sieht hier auf jeden Fall Striche. Also es ist noch nicht so eingetrocknet wie das. Oh, die sind sehr... Wow. Was bist du denn? Eieiei. Das ist ja in 2 Sekunden angezogen. Diesen Pinsel kriege ich nie wieder sauber. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, dass es mit drin ist. Aber wie gesagt, da gibt es halt immer die Thematik, dass die Dinger halt super schnell eintrocknen. Und du wirst sie niemals so schnell aufbrauchen können. Es sei denn, ihr habt das schon mal hingekriegt. Schreibt es mir gerne. Also in die Kommentare rein. Ne? Ist immer sehr schade, wenn die halt so schnell so eintrocknen. Okay, und jetzt kommen wir, ich glaube mal, zu dem Herzstück dieser Geschichte hier. Und zwar ist es hier eine Lidschattenpalette. Das ist die Evergreen. Die ist richtig toll. Nee, das ist eine leere Palette. Okay. Ja. Gut, dann ist es nicht die Evergreen-Palette. Dann kann ich hier anfangen, mir mal eine eigene Lidl-Palette zu basteln. Ich habe, wie gesagt, schon eine und jetzt hätte ich ja theoretisch eine Reihe schon fertig und muss mir dann, damit es schön aussieht, nochmal 8 weitere Töne kaufen. Ich weiß noch nicht, wie ich die finde. Also wie ich das so generell finde. Das ist... Andererseits finde ich das cool, weil ich hätte mir die sehr wahrscheinlich dann auch gekauft, ne? Aber ich dachte von oben, als ich so drauf geguckt habe, dass es die Evergreen ist. Auch abgefahren, ne? Okay, ja gut. Dann habe ich hier eine leere Palette. The greatest tree was once a seed who held its ground. Ja, also du hast hier halt auch immer diese schönen motivierenden Sprüche drin. Okay, ja, habe ich hier eine leere Palette. Kann ich befüllen.
auch nicht verkehrt, ne? So, also das ist jetzt einmal die Box gewesen, eine leere Palette, 4 Monolidschatten, ein Liner und ein Lippi. Finde ich jetzt ehrlich gesagt von der Konstellation her sehr, sehr schön gemacht. Ist für 38,50 Euro in dem Hinblick, dass wir halt eine so hochpreisige Marke haben, auch vollkommen in Ordnung. Da beschwere ich mich auch nicht. Und es sind auch gute Produkte drin. Ja, ne? Und dann hat man quasi schon mal so den Anfang, dass man seine eigene Palette zusammenstellt. Habe ich ja eben auch schon gesagt, dass ich das dann eh quasi machen würde. Also von daher finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Wie findet ihr die Mystery Bag, Mystery Box? Das ist eigentlich eine Bag. Schreibt es gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und falls ihr schon mal eine bestellt habt, schreibt gerne auch mal rein, was ihr so drin hattet. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, für ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.